Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition mit mir, Floppy von Of Games and Tales. Ja, vor genau zwei Folgen habe ich, glaube ich, die Frage aufgeworfen, beziehungsweise mir die Frage gestellt, wieso die hochgeladenen Videos nicht die Qualität haben, wie sie eigentlich haben sollten. Und das ist eigentlich ein ganz banaler Fehler gewesen. Dank einigen sehr netten Menschen im Internet habe ich da auch herausgefunden, woran es liegt. Und das hätte ich auch schon vorher ein bisschen mit Recherche rausfinden können. Nämlich ist es so, dass Dragon Age Inquisition auf der Xbox One nur mit 900 Pixeln läuft und ich Trottel habe mit 1024, also Full HD, aufgenommen. Das hat natürlich nicht funktionieren können. Und das habe ich jetzt runtergeschraubt, auf HD Ready quasi. Das dürfte, glaube ich, funktionieren. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Im Gegenteil, ich hoffe, die Videos werden dadurch jetzt auf jeden Fall besser als die vorherigen. Naja, was ist passiert in der letzten Folge? In der letzten Folge haben wir der Witwe Maura, so hieß die, glaube ich, den Ring zurückgebracht, der von Templern ihrem Ehemann entrissen worden war. Also entrissen von seiner Leiche, um genauer zu sein. Und ja, jetzt möchte ich doch gucken, welche Aufgaben wir fortführen werden. Wir sind jetzt immer noch in den Hinterlanden. Ich möchte mich noch ein bisschen mit den Nebenquests beschäftigen. Und zwar Witterfleisch haben wir schon, das müssen wir zurückbringen, das brauche ich nicht. Entweder suchen wir noch weitere Vorratslager, das können wir unterwegs machen. Schließen Risse, das können wir vielleicht noch machen. Lager richten, das machen wir auch unterwegs. Nein. Genau, ich möchte den Trank bei dem Sohn der Frau abholen. Nagender Hunger? Nein, hol den Trank ab. So, sorry, wieder verklickt. Und zwar müssen wir hier unten hin. Und hier jetzt auch weitere Quests, aber wir laufen jetzt quasi so, dass wir zu diesem Punkt laufen und dann hier runter und dann klappern wir die anderen Ecken hier ab und erkunden so die Randgebiete. Ich hoffe, wir erleben hier was. Würde mich freuen. Hier nicht nur diese blöden Widder umklopfen. Ich denke, das bringt nicht so viel, aber weil wir nichts anderes zu tun haben, greifen wir jetzt nicht nur noch Widder um, sondern auch Hasen und kleine Füchse. Alles ein bisschen dämlich. Und warum löst es die da so auf? Das verstehe ich nicht. Ist das unsere Magie oder ist das vom Spiel her so programmiert, dass da die Leichen eben auf diese Weise verschwinden? Hm. Oh, da oben ist ein Feind und Befreundete. Da gehen wir doch mal hin. Ah ne, Befreundete heißt eigentlich neutrale Widder. Das ging schnell. Miniaturspindel. Oh, da sind ja noch welche. Habe ich ganz übersehen. Ja. Dieser Templerschutz ist ziemlich gut. Da brauche ich eigentlich gar nicht frontal drauf zu gehen. Boah, der blockt alles. Von der Seite vielleicht. Geschockt ist er. So, jetzt habe ich ihn. Geistschlag. Flammenschlag. Bam, bam, bam. Der ist ja echt ein bisschen hartnäckiger. Ja, ja. Jetzt macht er so einen Schildsturm. Und jetzt hat sie ihn zerlegt. Es muss einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Ja, das kann man wohl so sagen. Jetzt habe ich auch die feraldischen Schlösser und Eisen vollständig. Das ist ziemlich interessant, weil jetzt können wir bei einem Requirierungsoffizier da diese Käfige bauen. Ich bin gespannt, was das bringt. Ich habe mich noch nicht informiert. Werde es also gleich herausfinden. Aber nicht, dass wir zu sehr wieder vom Weg abkommen. Ich laufe jetzt mal Richtung der Wegmarkierung, die ich uns gesetzt habe. Sonst läuft das hier wieder aus dem Ruder.
Wir müssen ja auch ein bisschen unseren Plan festhalten. Da ist die Wegmarkierung und die Quest muss auch hier sein. Ah ja. Ein Templer, würde ich sagen. Ein Templer? Erstmal was zum Lesen. Brief gefunden bei einem toten Templer. Oh, der wird wahrscheinlich von meiner Wegmarkierung durchleuchtet. Die werde ich gleich mal wegmachen. Nachdem ich den Brief vorgelesen habe. Elendra, ich weiß nicht, ob diese Zeilen dich erreichen, aber was sollte ich sonst tun, als mit der letzten Kraft meiner zitternden Hände dir zu schreiben? Ob es nun die Magie dieser verfluchten Bresche ist, oder ob der Erbauer mich für den Bruch meines Gelübdes bestraft, jedenfalls ist das Ende nah. Die Schrecken sind öfter an meiner Seite als abwesend. Ich bin hierher gekommen, um bei diesen Gläubigen etwas Frieden zu finden. Aber ihre Gemeinplätze spenden keinen Trost. Falls mein Geist den Dämonen oder meiner eigenen Finsternis anheimfällt, fürchte ich, dass sogar ein geschwächter Templer noch zu viel Schaden anrichten würde. Ich habe einige bittere Kräuter zu mir genommen, es wird bald vorbei sein. Ich wünschte, meine Schwäche hätte mich nicht davon abgehalten, dich zu treffen. Aufgrund deines Phylakterions wusste ich zwar, wo du bist, aber der Wahnsinn deiner und meiner Seite war eine zu große Kluft. Möge der Erbauer dich retten, pass auf dich auf. Du brauchst keinen Zirkel, wenn du ihn in dir trägst. In Liebe, Matrin. Oh, ein Templer, der eine Zauberin liebte. Der Klassiker. Und hier Eintrag zu Phylakterien. Ja, könnt ihr euch durchlesen. Möchte ich jetzt nicht machen. Phylakterien, wer ein bisschen im Fantasy-Genre unterwegs ist, dürfte ungefähr eine Ahnung haben, was das ist. Da werden quasi Geister oder so eingesperrt. Na, verschwindet das Wegzeichen jetzt? Geschichte des Champions wird kaum erwähnt, Barry. Oh. Ich will die Leute schließlich nicht langweilen. Ihr meint, ihr wollt euch selbst nicht belassen? Ist das nicht dasselbe? Ja, da liegt ein toter Templer, cool. Versuchen wir doch echt, den Trank da bei dem Sohn abzuholen. Der war irgendwie Mitglied eines Kultes, hat uns der Vater beim Vorbeigehen gesagt. Da ist auch schon wieder eine Quest. Wieder ein Brief, oder was? Nee. Verkünderin Anais. Ich kenne euch. Man nennt euch den Herold Andraste. Oh, geiler Bug. Ich dance. Ich glaube, ich wurde erwählt. Ich musste ja überzeugen, dass wir das sind. Das hat uns ja auch die Mutter Giselle gesagt. Also, ich glaube, ich wurde erwählt. Ich bin der Herold Andrastes. Und ihr behauptet, ihr besäßet Macht über die Risse, die der Erbauer am Himmel gerichtet hat. Dance with somebody. Sorry. Haltet euch die Ohren zu, wenn es zu schrecklich wird. Woran glaubt euer Kult, dann kann ich es euch zeigen. Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Na dann, wenn du das glaubst, auf bald. Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. Ja. Ich darf rein? Sehr gut. Aber... ja, das müsste drin sein, die Quest. Geh ich doch mal rein und gucke, was es hier zu entdecken gibt. Auch da ist wieder diese Pyramide. Pyramidenzeichen. Nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzubieten. Wenn auch nur in der Hoffnung, sie zu besänftigen. Ja, hast schon recht. Suchen. Wenn der Kompass pulsiert, kannst du LS drücken, um eine Suche einzuleiten. Bei aktiver Suche wird dir die Richtung verborgener Gegenstände durch ein weiteres Pulsieren auf dem Boden angezeigt. Ja. Aha. Muss irgendetwas sein. Okay, da gehe ich gleich nach, aber erstmal möchte ich diese Gegend hier beanspruchen. Lornas Exil. Ja, das interessiert mich jetzt doch, deswegen, Entschuldigung, werde ich es vorlesen.
Arl Tiranon, Gerins ältester Sohn, wurde erst spät geboren und man hoffte allerorten, der junge Mann würde in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters treten. Bedauerlicherweise erwies sich Lornen Gerin in seiner Jugend jedoch als ausgesprochen faul und zeigte deutlich mehr Interesse daran, das Geld seines Vaters auszugeben, als daran, sich um dessen Ländereien zu kümmern. In seiner Enttäuschung ließ der Arl ein Fort in den Bergen bauen, in das er Lornen anschließend schickte. Er sagte, sein Sohn dürfte erst dann wieder nach Redcliffe zurückkehren, wenn die Banditen, die die Berge heimsuchten, unter Kontrolle seien. Die allgemein anerkannte Geschichtsschreibung besagt, Lornen habe sich geändert, die Banditen ausgelöscht und sei dann als geläuterter Mann nach Redcliffe zurückgekehrt. Innerhalb der Familie hingegen wird geflüstert, der Mann, der nach Redcliffe zurückkehrte, sei in Wahrheit ein Soldat gewesen, der Lornen lediglich ähnlich sah. Es heißt, er habe in den Bergen tapfer gegen die Banditen gekämpft, während Lornen den Rest seiner Tage in der Behaglichkeit seiner Bergfeste verbrachte. Ein Auszug aus Lebendiges Redcliffe von Schwester Dorcas Green. Aha. So, jetzt werde ich mal da... Ah, da leuchtet was. Das dürfte es sein. Dann gehe ich doch mal dahin. Nett. Kann man sogar was entdecken. Hallo? Ein Drachendorn. Eine seltene Pflanze. Wow. Sehr schön. Und hier kann ich auch noch was plündern. 55 Gold, ja. Gold kann man immer gebrauchen. Hä, aber dennoch diese Richtung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. In der Burg, oder was? Hinaufklettern. Wo führen die mich hin? Ich will doch zu diesem Sohn. Aber das machen wir auch noch in dieser Folge. Da bin ich gewiss. Spindelkraut und noch was. Da liegt noch was. Hm. Ihre Unvollkommenheit hat den Himmel zerrissen. Ja, deine Unvollkommenheit, genau. Da ist er. Da ist er. Sehr gut. Ja, hallo Hittel. Hittel, wie? Hindel. Seid gegrüßt, mein Name ist Hindel. Hallo, eure Mutter braucht Hilfe, Hindel. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hindel. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank zu bringen. Wie gesagt, es ging ihr doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht, bitte. Bringt ihr den Trank. Das war ja einfach, super. Ist mir aber ein bisschen zu stressig, guter Mann. Da hat's aber die Treppe runter. Nee, wir erkunden noch ein bisschen die Gegend. Am besten auch den Turm, weil, aha, da ist eine Truhe. Geld, Abenteurer, Handschuhe, Elfzwerg oder Mensch, ja schade, und Bienenhänder, brauchen wir nicht. Aber vielleicht kann man da was verkaufen. Ein Mosaikteil. Mhm. Ich sehe schon, also auch ziemlich viele Sammelquests hier. Ich bin persönlich nicht so ein großer Fan davon. Oh, Schaden genommen. Im Allgemeinen finde ich, ist das ein bisschen Zeitverschwendung. Es sei denn, dass die Belohnung auch entsprechend hoch ist, dann wage ich mich auch dran. Bonus auf Blockschaden. Oh ja, das rüste ich gleich mal aus. Und zwar natürlich, wem denn sonst? Cassandra. Und ich bin in dem falschen Menüpunkt. Aber das stört wohl keinen. Hier ist sie, Cassandra. Ring des verbesserten Wirbelten Wurfs. Untersuchen. Fähigkeitsschaden. Okay. Nee. Genau. Den Fähigkeitsschaden, das möchte doch ich haben. Ah, nur Krieger. Ja gut, dann kriegst du den auch, Cassandra. Super, bist ja richtig ausgestattet. Was haben wir hier?
Königin Asha von Antiva. Das möchte ich aber jetzt nicht lesen. Ach halt, für diejenigen, die das interessiert. Moment. Werde ich langsam runterscrollen. Okay, geht jetzt nicht. Tut mir leid. Nächstes Mal denke ich dran. Ich will jetzt lieber noch ein bisschen erkunden. Da hat es auch noch was zum Plündern. Speer, Panzerung, Mittel des Soldaten verderben. Okay, ein Bogen und leichte Abenteuerrüstung. Sehr schön, sehr schön. Finde ich gut bisher alles. Und da ist auch so eine Höhle oder was? Was bedeutet das? Wow. Ja, super. Mitten in der Bude hängt hier so ein Scheißding. Und was sind das für Geräte? Aha. Und ein Schutzschild. Sicherheitshalber. Typ zerlegt. Und jetzt schließe ich den Riss besser. Schließe ich ihn, schließe ich ihn. Ah nein, der ist nur ein bisschen geschwächt. Da geht's weiter. Ja, das ist aber alles noch relativ, naja, wie soll ich sagen, nicht sehr anspruchsvoll taktisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das besser wird auf der Schwierigkeitsstufe, die ich da gewählt habe. Ich dürfte, glaube ich, normal gewählt haben. Aber ich denke... Wow, wow. Okay, ich nehme alles zurück. Die sind ja echt saublöd. Scheißdreck. Wow, wow, wow. Ein so ein Gerät. Erledigt, sind alle besiegt. Ja, besser mache ich zu, sonst kommen die nochmal. Wow, wow, wow. Geschlossene Risse im Nichts. Sehr schön. Einfluss dazu gewonnen. Ring der verbessernden Wandelnden. Erhöht die Fähigkeitsschaden von Magiern. Sehr gut. Und wieder Macht dazu bekommen. Ich habe immer noch nicht nachgesehen, was das bedeutet. Das muss ich jetzt echt mal nachholen. In der nächsten Folge werde ich das getan haben. Das verspreche ich hiermit feierlich. Ich bin so geil. Oh, ich mache das immer falsch. Ich bin so geil auf diese Accessoires, deswegen packe ich mir das gleich rein, sonst vergesse ich das auch noch. Niedrige Gesundheit, Solas, ja. Nimm mal Schnaps. Ich nehme auch eine Runde. Das, dieses Höhlenzeichen zeigt wohl an, dass es da ein, ja, Weg nach unten geht bloß. Oder, wie soll ich sagen, so ein kleines Dungeon. Schauen wir doch mal weiter. Warte, was ist da? Okay, da gibt es auch noch was. Spezialisierungswappen, Onyx, Plündern, Gold. Und hier hat es auch noch eine Truhe, die ich mitnehme. Abtrünnigenstab, Plan und schockender Stab. Aha. Schockender Stab. Da piepst was. Wo muss ich da hin? Hallo, hallo, hallo. Okay, Lord Baron, was gibt's? Oh, ja, ja, ich fand ihren Leichnam. Ah, ja, doch. Ja, in der letzten Folge. Richtig, Lady Velina ist tot. Ich habe am Fuße des Übels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief. Oh. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Puh, ihr ließt sie im Stich, geht heim. Nee, ich glaube, wir brauchen ein paar Leute. Tritt mal der Inquisition bei. Ich meine, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der Eure. Schließt euch uns an. Helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Okay.
Reisen. Wenn du außerhalb eines Dungeons bist, kannst du die Questkarte nutzen, um zu weit entfernten Orten zu reisen. Drücke hier dieses Menüzeichen und wähle im Heldenmenü die Questkarte. Drücke auf der Questkarte Y, um die Weltkarte aufzurufen, um in freigeschalteten Gebieten zu reisen. Okay. Ja. Wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbreiten. Sehr schön. Sehr schön. Aha. Ja, willkommen, Bruder. Emissär gewonnen. Emissär. Was bedeutet das? Nochmal vielen Dank. Lady Bedina hat mich auch. Ja, 100 Pro. Denke ich auch, dass sie den geliebt hätte. Ah, sind es vielleicht diese Zeichen? Ich springe da nochmal runter. Weil hier habe ich auch noch jemanden. Die Verkünderin Anais. Ja, du Trottel. Oh, ah, okay, jetzt können wir eine Strategie wählen. Sammelt Informationen, macht die Inquisition bekannt oder helft den Flüchtlingen. Puh, ich glaube, in erster Linie sollten wir den Flüchtlingen helfen und da die Frau eher eine gute Kirchenfrau ist, soll sie sich da mal drum kümmern. Sagt euren Leuten, sie sollen den Flüchtlingen helfen. Wie ihr wünscht, Herold Andrastes. Einige wenige werden hierbleiben. Der Rest wird aufbrechen und euren Willen erfüllen. Vergesst super nicht, dass wir euch gedient haben, wenn euch der Erbauer zu eurer großen Bestimmung ruft. Und wieder an Macht dazu gewonnen. Jetzt will ich's doch wissen. Ich muss dringend nachsehen. Okay, Die Gläubigen leben, um eurem göttlichen Willen zu folgen. Was ihr sagt, wird geschehen. Das klingt gut. Okay, dann schaue ich mich doch mal auf der Karte um. Da hat es auch noch ein paar Sachen. Quests etc. Ich will aber... Ups. Ach. Ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz klar. Ich wollte diese Schnellreise benutzen. Wo ist das? Ach hier, Weltkarte. Und da... Ach so, gut. Okay, da kann ich nach Haven oder... Was ist das? Hm. Wegkreuzung, Sehenswürdigkeit. Ich kann zu den Lagern zurück. Kann ich denn auch hier teleportieren? Nein, die Winterwachthöhle nicht. Ja, dann werde ich aber noch ein bisschen hier in der Gegend bleiben. Und erstmal diese Richtung hier einschlagen. Und dann noch so ein Vorratslager finden. Das ist ja auch noch Aufgabe. Ja, die Konstitution aller unserer sind noch im Bereich des Akzeptablen, zumindest was die was Cassandra angeht und so. Desertierte Templer. Oh. Scheiß Deserteure. Wenn man auf die Soldaten keinen Verlass hat, dann geht gar nichts mehr. Die Speerin kann man retten, okay. Okay. Ja, okay. Toll, war's das, oder was? Das verstehe ich nicht. Die hat einen super, also einen Namen und dann führt sie keinen wirklichen Dialog. Vielleicht gibt's ja auch noch eine Quest in Bezug auf die Tante hier. Naja. Suchen wir mal nach dem Lager, aber ich glaube, ich habe es schon gefunden. Jawohl, den Elementen ausgeliefert. Genau, Rekrut Whittle, der braucht das. Wir brauchen es auch. Anscheinend. Also der sucht es ja auch für uns zusammen. Und sind wir im Zwergensohnpass. Klingt ja super. Da unten hat es wieder was. Da hat es einen Riss. Ja, ich glaube, das schaffen wir zeitlich noch.
Da werden wir doch den Riss jetzt schließen. Und dann gewinnen wir sogar noch an Macht dazu. Ich weiß zwar immer noch nicht, um was es geht, aber finde ich klasse, finde ich super. Cassandra, geh mal auf den Dämon des Zorns. Und wir gehen mal kollektiv auf den Geist da hinten. Und ich gehe aber erstmal hier nach hinten. Cassandra. Oh, das gefällt mir gar nicht. Mach doch was. Da gehe ich lieber aus dem Weg. Feuer wird wohl nichts bringen. Deswegen werde ich es auch lassen. Ein verdammter Dämon. Feuerdämon. Dämon des Zorns, so heißen die doch, oder? Boah, das war knapp. Gott sei Dank nimmt die automatisch Tränke. Sonst müsste ich mit Solas, der kann glaube ich schon wiederbeleben. Das erste Mal das Wiederbeleben einsetzen. Okay, langsam werden die ein bisschen anspruchsvoller, die Kämpfe. Ich glaube, da muss ich auch mal ins taktische Menü gehen. Wobei, wow, 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 okay. Es geht alles noch, aber die Schatten, die sollte... Nein! Boah, scheiß, knappes Ding. Knappes Ding. Cassandra, du nimmst auch mal bitte einen Schnaps. So. Und wenn das erledigt ist, gehst du bitte auf den Dämon des Zorns. Und ich... Oh! Ich brauche Hilfe, genau. Verdammt, Cassandra ist tot. Sollte das unsere erste Niederlage werden? Nein! Ja. Gerade noch große Töne sprechen. Spucken, also ich. Dann im letzten Moment versagen. Das war ein Speicherpunkt hier, verstehe. Super. Da müssen wir noch ein Ticken warten, glaube ich. Um da ranzugehen. An diesen Riss. Das habe ich nicht so kommen sehen, um ehrlich zu sein. Naja, spannende Folge, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mehr, sage ich mal, verstanden, um was es hier geht. In Dragon Age. Also von den Spielmechaniken her. Und hier sehen wir auch schon diesen verdammten Riss. Ich wette, in der nächsten Folge aber werden wir es schaffen. Da werde ich mich ein bisschen klüger anstellen. Das Taktikmenü ein bisschen effizienter einsetzen. Und dann klappt das auch. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder dabei wart bei Dragon Age Inquisition und mir, Floppy von Of Games and Tales, und hoffe, ihr seid es auch das nächste Mal dann wieder. Hinterlasst viele Likes und Kommentare, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.